Hallo, wenn du so eine Situation hast, wo die Fahne ganz kurz gesteckt ist, also das Vorgrün ist ganz dicht an der Fahne, ich möchte auf die rechte Fahne, wie würdest du diesen Schlag machen? Würdest du den hochspielen, dass er schön hochfliegt mit viel Backspin und dann am Loch stoppt? Oder würdest du ihn mit so einem langweiligen Schlag spielen, wo der Ball relativ flach fliegt, vor den Grün aufkommt und dann ausrollt? Was ist deine Variante? Beides könnten gehen. Nur wenn ich eine Golfstunde, wenn ich einen Schüler beim kurzen Spiel trainiere, frage ich immer am Anfang, wie würdest du das tun? Und sehr, sehr oft höre ich, ich möchte den Ball hochspielen, bis zur Fahne muss er fliegen, dann muss er stoppen. Nur meine Erfahrung, vor allem für Golfer mit höheren Handicaps, dass das eine ganz, ganz gefährliche Sache ist. Weil unbewusst versucht man, den Ball ein bisschen zu heben. Okay, das klappte. Sollte aber nicht klappen, weil ich da den Boden viel zu früh getroffen habe. Und da bleibt der Ball oft da liegen. Oder dass das ganz Schlimme ist, dieses hier, wo man den Ball kantet und der segelt über das Grün. Das ist einfach zu kompliziert und man ist dann auch forciert, mit einem Sandwich jetzt zu arbeiten, an Schläge mit viel Loft. Manchmal ist das notwendig. Wenn ein Bunker hier wäre, müssen wir das Sandwich nehmen. Aber wir haben keinen Bunker vor uns. Das Gras, das Vorgrün ist schön gepflegt, es ist fest genug. Bitte, in so einer Situation, spiel den Ball flach mit einem Schläger mit weniger Loft. Ich habe ein Pitching Wedge. Das sind ungefähr 18 Meter, 18. Und ich denke, mit meinem Pitching Wedge kann ich den Ball schön flach fliegen. Mein Landepunkt ist 1 Meter oder 2 vor dem Grün. Und jetzt, dass ich weiß, dass mein Ball nicht hoch muss, kann ich eine viel bessere Bewegung ausführen. Ich brauche da nicht mit Handgelenk zu arbeiten. Ich kann in diese schöne Endposition kommen, wo der linke Arm und Schaft eine gerade Linie bildet. Gewicht ist ein bisschen links. Ich habe mich ein bisschen gedreht. Ein kleiner Schwung ohne Handgelenk. So, ich habe jetzt mein Ziel ausgesucht. Entschuldigung, meinen Landepunkt ausgesucht. Kurz vor dem Grün, da sehe ich einen Punkt da. Und jetzt mache ich meinen Chip mit meinem Pitching Wedge mit ganz ruhiger Schulter und Hände. Okay. Ich glaube, ich kann den noch dichter kriegen. Ja, man kann wirklich, man hat ein gutes Gefühl. Man muss nur Vertrauen haben, dass der Ball ein bisschen ausrollt. Mein Schwunggedanke hier ist, also 8 Uhr Rückschwung so ungefähr. Und dann drehe ich meine Schulter und meinen Bauch langsam. Und ich lasse meine Hände dann kommen. Ich halte ja ganz sicher nicht fest, weil dann ist das möglich. Und meine Ballposition ist schön in der Mitte der Füße. Wenn du nicht sicher bist, wo der Ball liegen sollte, spiel ihn einfach in der Mitte. So ein letzter Schlag. Ruhige Schulter. Lass die Hände durchkommen. Ich weiß, es ist ganz langweilig. Aber ich habe eine Chance, jeden Ball da einzulochen mit einem Putt. Okay, so eine Situation kommt oft vor. Denk bitte an dieses Video und spar Schläge. Danke für das Zuschauen.